nicht verstehe. Naja, ich bin ja schon dabei. Hier ziehen wir ein bisschen mehr ab. Geht gut. Aber ich brauche Holz. Heizkörper erforscht. Sehr gut. Dann können die hier schon. Ja. So. So, Heizkörper ist erforscht. Das heißt. Wo sind meine? Ja. Da nett oder wie? Das ist gut. Ich dachte auch für die Arbeiter. Okay. Das ist nur für von Arbeitsplätzen, ja? Das ist auch ein Arbeitsplatz. Ja, ich glaube eine Mine ist ein Arbeitsplatz, aber kein Kohlewerk. Okay. Okay, okay. Also auf jeden Fall brauchen wir Nahrung. Ja, wir brauchen Nahrung. Wir brauchen aber auch. Es wird ja demnächst wieder warm irgendwann. Dann ist der Kohleverbrauch nicht mehr so hoch. Aber Nahrung brauchen wir. Puh. Und die nächsten. So. Ui, ui, ui. Ist das schon voll? Nee. Warum gehen die da nicht da rein? Dann geht doch ins Krankenhaus. Stahl dezimieren. Wir haben noch 8. Oh, Ingenieure.
nur akademische Fachpflegekräfte. Das hier sind die Ingenieure. Das ist die Suppenküche. Oh nee, ernsthaft. Oh, Dreck, ey. Die machen mich fertig. Bis jetzt immer nur einen Patienten. Warum die jetzt nicht da reingehen, ist mir jetzt ein Rätsel. Auf jeden Fall kann man das jetzt erstmal ausmachen. Weil eh kein Bedarf steht. So. Kalt versus erträglich. Ist. Achso, ich bin im Overdrive. Wenn ich den Overdrive ausmache, sind wir bei Kühl. Rest überreichen. Sieht sich ja sowieso nur auf das Innere. Dann würde ich jetzt den Overdrive anmachen und tagsüber ausmachen. Ja. So machen wir das. Hier sehen wir noch unsere Quest. Baue ein Speisehaus und beginne damit Mahlzeiten zuzubereiten. Ja, bin ich dabei. Sichere die Versorgung mit Rohnahrung. Baue eine Jagdhütte oder einen Treibhaus. Ja, muss ich. So, jetzt gehen sie gleich arbeiten. So, das heißt dann Overdrive jetzt mal ausmachen. The work shift starts. Wenn das Ding auf 100% läuft, ein Problem. Und ich habe auch ein Problem, wenn ich nicht gleich Nahrung mache. Zum Beispiel jetzt haben wir keine Nahrung mehr. Okay, Speisehaus auf jeden Fall. Speisehaus. Boah, zwei Kästen braucht das, ja. Mal. Papier in der Statistik. Genau. Ja gut, die sind auch noch gar nicht. Ja, die sind hier auch fertig. Warte mal. Ach, da haben wir noch da. Da brauchen wir gerade niemanden. Ah, nee. Nebendran. So gut.
Runde gewinnt, brauchen wir gar nicht so viel. Mal genug. Okay, dann, das heißt, wir gehen hier wieder zwei runter. Gucken, ob das reicht. Und noch ein bisschen runter. Ein bisschen mehr, das passt. Holz möchte ich mehr, ich brauche definitiv mehr Holz. So. Ah, nur noch 6. Und gleich zum nächsten. Was? Es braucht Rohnahrung? Achso, Produktion. Ja. Falsch gelesen. So, hier sind jetzt auch fertig. So, die sind fertig. Jetzt hier die nächsten. Jagdhütte. Ja, am liebsten würde ich alles irgendwie versammeln, würde ich jetzt sagen. Nahrung zur Speiseküche und wie auch immer, aber irgendwie wird das nicht so, wie ich das möchte. Also Holz haben wir genug, dann Stahl haben wir 11 pro Tag. Ja, und brauchen wir auf jeden Fall, eigentlich 80 brauchen wir. Das hier ist voll. Und hier müssen wir anmachen. Plus wir, ja gut, ja macht Sinn, das ist ja eine Kohle pro Tag, 24 zusätzlich. Würde ich vom Stahl runtergehen. Eins von denen und zwei davon und hier auf alle. Thank you.
Oh je, einer ist gestorben, der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Ja, Friedhof brauchen wir. Ich muss noch warten. Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittlichere Gebäude zu entwerfen. Sieh. So viele Jäger. Hier und wollen über den Nahrungsmangel sprechen. Ja, ich bin doch schon dabei. Das Essen reicht ihnen schon seit Tagen nicht aus und sie befürchten, dass sie bald verhungern werden. Sie wollen, dass sie etwas unternehmen. Du hast 3 Tage Zeit, alle mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Alle. Ich das verhauen. Was wollte ich sagen? Wir brauchen mehr Bewohner. Ach so, ja. 6 Rohnahrung. Fünf Essensrationen aus 2 Rohnahrung. Das heißt 15 Essensrationen pro Tag. Zumindest mehr Holz immer. Ja. 9.
Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Okay, das werde ich im Hinterkopf halten, danke. So, was will er bauen? Wir haben 5. Ausmachen. Die können erstmal raus. Suppenküche. Die zwei Sachen haben wir auch. Rohstoff und so eine Stelle. Werkstatt. Nee. Bauen brauchen wir jetzt erstmal nichts. Nee, noch nicht. Jetzt haben wir 12. 12 pro Tag. Mit der Suppenküche. Neues Gesetz, so. 5 Gitterhöfe brauchen wir. Ja. Stark, ey, ganz klar. Nicht anders. Hear me, hear me. New law in the city. Friedhof war mal weit weg, würde ich sagen. Irgendwo nur wenig Zeugs ist. Nee. Oh Gott, oh Gott. Mal die lange Straße bauen. Entscheiden. Jetzt. Oh, ja gut, machen wir's.
7 Kranke. Oh Gott. Was ist das? Ich muss jetzt hier langsam. Blickt es irgendwie nicht. Und nicht 7, aber warum werden die nicht voll gemacht? Friedhof errichtet. Kann es sein, dass... Ja, das ist eine 1-zu-1 Betreuung, glaube ich. Mal testweise, wenn ich jetzt hier einen abziehe und hier reinmache, geht die Zahl zwei kleiner. Muss hier noch eine dazu kommen? Oder nicht? Wieder abziehe. Nee, macht keinen Unterschied. Okay. Das heißt, ich kann hier... So, jetzt müssen die Jäger zurückkommen. Machen wir das an. Schon wieder gesprungen, ey. Und dann Overdrive. Also, das wäre vielleicht. Ja, gut. Können wir gerade noch schaffen. Wir dürfen nicht auf 100% kommen. Das ist auch ein Problem. Work time. Get back to work. Das ist weniger geworden. Verstorben. Oje, oje. Was jetzt mit der Nahrung? Immer mehr. Wir haben die jetzt
Das, machen die jetzt Nahrung oder machen die jetzt keine Nahrung? Wo ist die Rohnahrung, die die geliefert haben? Verstehe ich jetzt nicht. Wird sich nach der Jagd aus. Wo ist er dann? Das. Möchte fast mal wieder nach oben. I don't get it. Die haben doch jetzt Nahrung gebracht, oder nicht? Sterben. Oh, 6 Metall nur noch. Aber ich schieb das jetzt nicht mit der Nahrung. Die haben doch jetzt doch Nahrung gebracht, oder nicht? Der Stadt gegeben haben, verdienen höchste Ehrenbietung. Wir geben unseren Toten Bestattungszeremonien, um den Lebenden Hoffnung zu schenken. Verlust der Hoffnung durch Todesfälle wird. Behandlung oder Lebenserhaltung. Wir werden nicht behandelt und bleiben eine Bürde. Schwerkranke bedingen Betten in Sanitätsstationen. Schwerkranke werden in Sanitätsstationen behandelt. Ja. Rein mit. Zugreifen? Ja. Es ist grausam, ja. So, die gehen jetzt wieder jagen. Overdrive müssen wir jetzt auslassen. Müssen wir jetzt auslassen, ja. Ich bräuchte noch ein Sanitätshaus, glaube ich. Ja, aber ich habe keine Ingenieure.
trotzdem. Die sterben. Was wird? Zumindest wird's mal wieder warm. Eine Stufe. Das heißt, dass ich vielleicht hier runterdrehen kann. Statistik anschauen. Ja, zu wenig Kohle. Aber die kann ich ja gleich ausstellen. Das müsste gerade so passen. 2 fehlen wegen Krankheit. Nein. Uiuiui. Käfchen? Tag und 18 Stunden. 51. Ich bezweifle es. Sehr gut, das heißt, hier kann man ausmachen. Dementsprechend haben wir wieder. Reicht gerade so. Ja, die soll nicht die Rohnahrung essen, verdammte Scheiße. Kann ich keine Suppen machen? Boah, hey. Das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Die haben Nahrung gebracht. Aber das verspeisen die alle schon. Nicht alles wegessen, Mensch. Gesetz.
Krankenartikel. Ich könnte den Kranken Zusatzrationen geben, um ihre Genesung zu unterstützen. Ja, dafür bräuchte ich Essen. Sie sollten voll ausgenutzt werden, selbst wenn Patienten auf dem Boden untergebracht werden müssen. Die Kapazität medizinischer Einrichtungen für die bezichtende Nutzung der zusätzlichen wird uns auf Inhaltsstoff hervorrufen. Ja, trotzdem. Somit kann ich alle versorgen. Ja. 10, 20, 30 kann ich versorgen. So, dann können wir nämlich uns sperren. Kohlegenerator haben wir gebaut. Das ist gut. Als nächstes. Sägewerk. Stellt man die auf? Der Kohlegenerator pumpt mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohlevorkommen und wäscht den wertvollen Rohstoff an die Oberfläche. Dabei entsteht ein Haufen von 486 Kohle pro Standardarbeitstag. Genug für zwei Sammelstellen. Ja. Kann ich scheinbar überall. Weil das ist was anderes. Ah, da steht's. Oder? Nee. Ja gut, was ist das? Das ist auch Kohlevorkommen. Ich baue das jetzt einfach hier hin. Neben zwei Sammelstellen. Könnte ich dann angrenzen. Machen wir mal dahin. Die Hungersnot kriege ich nicht hin. Die Bitte eines Kindes. Captain, wir haben auf dem Friedhof einen völlig durchgefrorenen Jungen neben einem frischen Grab gefunden. Er muss dort Stunden verbracht haben. Er möchte, dass eine Notfallsitzung einberufen wird. Denn dann, so glaubt er, wird seine Mutter aufwachen, um daran teilzunehmen. Oh. Er muss seinen Verlust akzeptieren. Hier sind wir schon wieder unten, das ist gut. Einen hohen Verbrauch. Aber das wird dann besser, wenn wir die Stützung nutzen.
Heulhaufen erschöpft. Dann geht mal da auf Maximum noch. Kalte Unterkünfte. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in ihren Unterkünften. Ihr Argument, dass man bei Kälte schneller krank wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie bitten Sie, das Problem anzugehen. Beginne innerhalb von 2 Tagen mit dem Beheizen von einer kalten Unterkunft und heize sie 2 Tage lang. Kann ich einen Overdrive nutzen? Die, wo außerhalb sind, da bringt mir der Overdrive auch nichts. Probieren wir mal. Das sind die hier. Wie sie alle sterben. Ist halt nice, diese. Dann könnte man die. Oh Mann. Oh, come on, das bisschen. Das wird nichts. Mindestens erträglich. Achso, boah, nee. Wir können vergessen hier. Ich hab dafür. Okay, fast 2 Tage Zeit. Ich könnte hier Dampfzentren einbauen. 11 Stunden. Wenn ich jetzt abbreche. Und 10 Holz. Ich zurück. Die arbeiten gerade nicht. Oh Mann.
zur Amputation. Wir mussten amputieren, um das Leben dieses Patienten zu retten. Leider ist er jetzt nicht mehr imstande zu arbeiten. Wir müssen etwas unternehmen. Siehe das Pflegeheim oder die Prothetik in Erwägung. Prothetik auf jeden Fall. Schwerkranken und Amputierten werden in speziellen Heimen zu niedrigen Kosten gepflegt. Pflegeheim, die Schwerkranken werden in Pflege am Leben gehalten und belasten nicht mehr die Sanitätsstationen. Die Bewohner von Pflegen essen nur die Hälfte, die Hoffnung steigt nicht, und du musst ein Pflegeheim bauen. Ja. Und dann kann ich das machen. Oje, oje, oje. Wollte gucken. 91. 91. Kohlegenerator wird von Kohlehaufen produziert. Was ich die jetzt dann... Jetzt sterben sie wieder alle. Was tue ich überhaupt gerade machen? Jetzt sterben sie alle. Oje, oje. Gleiche Nahrung investieren sollen.